Also, ich glaube, für den Boss brauche ich ein bisschen Support. Hello. Hallo! Schön, dass du da bist! Da bin ich und jetzt muss ich beim Boss helfen. Ich bin zu schlecht. Und er hat Dark Souls Erfahrung. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Und ich mach das jetzt. Ich versuche das jetzt trotzdem irgendwie. Muss ich dir nochmal kurz die Steuerung erklären, vielleicht? Achso. Ganz einfach. Du springst auf Kreis. Ganz einfach, deswegen muss ich helfen. Ne, die Steuerung. Oh Mann! Die Steuerung ist einfach. Also, es geht. Es ist ein der Gegner ist schwer. Der ist richtig schwer. Welcher denn, der jetzt kommt? Ja. Okay. Das ist so ein fetter Blechmann. Und der ist doof. Okay. Ja, Blechmann. Tja, lass mal mich heran, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich den jetzt im First Try besiegen werde, weil ich gehört habe, Kingdom Hearts ist doch gar nicht so einfach, was die Bosse anbelangt. Aha. Aber naja, gut. Wollen wir mal. Ich dachte echt immer, das wäre so ein easy peasy buntes Kinderspiel, alles tutti. Wie kann ich denn... Achso. Jo, ein Schlag durch das Hund. Herzlichen Glückwunsch. Da sind auch grüne Kugeln, die kannst du einsammeln, die heilen dich. So, ich setze so lange. Oh, du wurdest gerade geheilt. Die Kamera ist etwas verwirrend. Du musst mit R1 kannst du passieren. Der ist da anvisiert. Oh, die haben gerade auf der Hand rumgekümmert. Ich will immer mit dem anderen Stick drehen, aber das ist ja eher hinten. Warte. Wie kann man dann hüpfen? Auf Kreis immer noch. Ich mag das Geräusch nicht, ne? Ah. R1, ne? Achtung, Blechmann kommt. Ja, ihr merkt schon, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Ja. Die Steuerung. Macht nichts. Ich verwirrt das, ich will immer hier mit drehen, mit dem rechten ja, Stick. Ja, ja, ich hab das auch am Anfang auch gemacht. Und das ist immer blöde, weil man. Da rein? Nein, Mann. Du sollst einfach nur weiter geradeaus gehen. Kann man nicht Heiltränke kaufen irgendwo? Warte mal, mach mal Start. Geh auf Item. Geh auf Truhe. Ja, Truhe ist aber nicht bei ihm drin, ne? Wie soll ich ihm das dann in die Hand drücken? Tauschen. Sora. Echt jetzt? Echt jetzt? Hast du nicht geflammt, dass du keine Tränke hast? Ja, ich hatte Tränke. Guck mal, Sora hat jetzt Tränke in der Tasche. Willst du nochmal alleine versuchen? Nein. Okay, gut. Ich glaube, ich bin zu bescheuert dafür. Ich vertraue dir. Ja, mal gucken. Und da muss ich dann runterklicken und da ran, ne? Achso, ja. Genau, mit dem rechten Arm. Donnerwetter, sind das die Herzlosen? Tja. Oh Mann. Das war voll versteckt. Einmal mit Profis. Da sage ich jetzt mal nichts zu weiter. Hallo, na. Zu dir bist du netter als zu mir. Jo. Sie hat deine Hand. Ja, traurig. Die brauchen nicht so viel, ne? Ja. Los, Bootsy weg. Lol. Ja, gar nicht. Kann er auch irgendwie Spezialangriffe machen? Nein. Vielleicht kommt das später noch, aber soweit. Bestimmt gibt der Magiebalken, der muss ja für irgendwas gut sein. Deko. Was bringen die Taler? Das Geld oder was? Ja. Aha. So, neuer Versuch. Also ich will erstmal die Hand zerschlagen, die eine. Weil welche? Die kann man ja extra anwählen, die linke am besten. Oder die rechte, damit fappt er ja, ne? Köpfner-Roboter. Jo. Tut das nicht weh? Weiß ich nicht. Oh, fuck. Jo. Das ist richtig.
Mach ich auch so. Ach, guck mal. Was war denn da? Woher, ihr Kackende? Ich sehe halt nichts hier mit dieser Kackkamera. Wie gesagt, an die. Die laufen jetzt gleich zu. Und er läuft auch. Tja. Schade. Der ist echt schwer, Mann. Das kann nicht sein. Das ist halt auch keine Ausrüstung, ne? Nee. Proteskette. Oh. Die kann man ansehen. Echt jetzt? Du hast dich ja richtig gut beschäftigt. Was ist das hier? Kann man verkaufen. Was bei aus? Kann man auch irgendwie was. Stimmt, hättest du hier schon bessere Waffen kaufen können. Quatsch, gar nicht. Ach, da muss ja nicht raus, ne? Nee. Also da kannst du ja Waffen kaufen, wenn du ja, willst. Ja, dann gucken wir mal. Soll ich laufen? Ich weiß ja nicht, was. Na, egal. Legen die dazu. Das Ding ist, kann man blocken? Nee. Hm. Ich hab mich gegen das Schild entschieden. Ja, zu Unrecht wahrscheinlich. Donnerwetter, sind das die Herzlosen? Nur die Steuerung, mit der ich noch nicht ganz klar kommen gerade. Kann ich ja durchgehalten, habe ich schon mal, glaube ich. Als was? Als ich? Mhm. Ne. Das ist auch nicht schwer. Und außerdem hattest du einen Potion. Plus den Potion. Du hattest auch welche, du hast sie noch nicht ausgerüstet. Ich glaube, hier am Anfang muss ich das machen. Ich bin aber schneller, wenn ich das mache. Ah. Das ist aber auch anstrengend teilweise. Jetzt fast noch die andere grüne gehabt. Den kann ich ja jetzt noch einsammeln. Ist er noch da oder nicht? Ja. Blöd ist halt, dass ich nicht mal an seine Hand rankomme. Ja. Ach, das heißt, dass er es dann erst die Füße zu machen? Weiß nicht, aber die Hände sind doch immer so weh. Was? Jetzt schon? Ja. Du hast nicht so viel jetzt, ne? Ich will mal sagen. Wie soll man denn da ab ausweichen? Weglaufen. Dreh dich doch mal, scheiß Kamera, ey. Ich sehe ihn ja gar nicht. Ja, du kannst die Kamera hinten bringen. Willst du was sagen? Jo. Da kommen wir ja nicht mehr weg. Hm. Das war dieselbe Situation wie gerade. Soll ich gleich nochmal versuchen? Nö. Haben wir die Tränke eigentlich nochmal oder sind die denn ja, weg? Ja, die sind immer wieder da, weil er lädt ja den alten Sprecherstand. Echt? Ja. Na dann ist Pech es nicht haben. So schlimm. Ah ne, hat er sich gemerkt. Wir haben keine Potions mehr. Doch. Ach so. Okay. Das ist mit der Steuerungskacke, mit dem Drehen. Vor allem muss man immer gleichzeitig drücken, damit man schneller dreht oder was. Das verstehe ich noch nicht ganz. Deswegen muss das eigentlich jemand machen, der das schon länger gespielt hat. Der die Steuerung schon kennt und weiß, dass man Tränke ausrüsten muss und Ausrüstung. Aber nein. Warte, dass man das nicht wegklicken kann hier. Das nervt, ne? Ja. Max Kack. Ja. Klick Daumen und. Oh, das waren sogar zwei. Drei. Ja.
Skelett. Vor allem Don wird ungefähr geschlachtet. So wie er schreit, ja. Du bist ihn auf dem Gewissen, Mann. Ja, wow. War. Das war der epische Fail. So. Ist normal. Oh, kennen wir doch. Wer ist das denn? Das ist mein Lieblingsfreund. Auf den warst du ja schon eine Weile pissig. Von dem werde ich heute Albträume bekommen, von dem Blödmann. Du blöder Blecheimer. So, der hat mir nicht mal Augen, ich weiß gar nicht, wie der mich sehen kann. Hey, wieso hast du gerade keinen Schaden? Was war da eine Truhe? Ja, die kann man nicht. Oh, warum rennt er denn nicht schneller? Ah, falsche Taste gedrückt. Ich frag mich halt aber manchmal. Boah. Ob er einzeln auseinanderfallen würde, da war die Dinge. Das war knapp. Oh ja, hau X, X, X. Oh, nice! Oh Gott, du hast einen Teil von ihm. Wo wir Guss ganz viel von diesen Dingern. Ich hab leider noch die falschen in der Luft. Ich glaube mal, dass der Körper als letztes muss. Oh. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich keinen Potion mehr. Glaubst du? Wenn ich hier rumrenne und nichts treffe, dann nicht. Ja, nice! Ganz viele grüne Punkte einsammeln. So, was ist denn jetzt weg? Die beiden Füße. Ja, die Hände sind noch da. Und der Körper, da sind auch noch Hände im Weg. Oh shit, das hat er noch gepackt. Ja, das macht er ja mit seinen Händen, ne? Die Stampfattacke macht er halt jetzt nicht mehr. Ganz schön! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Goofy! Du geile Sau! Muss halt die Hände anvisieren und nicht seinen fucking Körper. Denn du kannst ganz viel R1 drücken. Nice! Eine Hand weg! Eine Hand weg! Andere Hand, Mann! Ich kann die... Jetzt. Das ist nicht anvisiert. Das ist nicht. Hey, mach ich doch. Jetzt ist anvisiert. Jetzt hast du aber die Körper. Ja, jetzt hast du die. Nice! Jetzt nur noch der Körper. Oh, ist das spannend. Wo ist er denn? Echt jetzt? Das hat noch Schaden getan. Oh, nice! Oh mein Gott, du bist der Beste! Du bist der allerbeste auf der ganzen Welt! Jo, kümmere dich lieber um die Story und hex mich mal weg. Oh, sorry! Okay, gut. Bis dann, Micha! Oh mein Gott. Was wäre ich nur ohne Micha? Ach du meine Güte, ey. Oh mein Gott. Und ich kann euch sagen, ohne seine Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
Ihr habt mich also gesucht? Mhm. Die haben auch den gesucht, der die Macht über das Schwert hat. Hey, warum kommst du nicht mit uns? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen. Vielleicht kann ich ja so Rico und Kairi finden. Natürlich. Bist du sicher? Wer weiß. Aber ohne ihn finden wir seine Majestät nicht. Sora, geh mit ihnen. Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst. Ja, verstehe. Aber so wie du aussiehst, nehmen wir dich nicht. Hallo, was soll das denn heißen? Ja, du musst lustig aussehen, wie wir. Unser Schiff fährt nur, wenn wir lächeln. Los, lächel. Ja, okay, das ist ein bisschen unheimlich. Das nenne ich lustig. Gut, warum nicht? Ich komme mit. Süß. Gestalt. Oha. Goofy. Ich bin so. Jetzt haben sich unsere Wege nicht nur gekreuzt, einer sondern auch gefunden. Alle für einen. Es geht jetzt also los. Der Prolog ist quasi abgeschlossen. Hat der Pimpf diesem Herzlosen einen Dämpfer verpasst? Wer hätte das? Ist das Herkules, der Hades-Typ? Es ist die Kraft des Schlüsselschwertes. Ah, okay, den kenne ich auch. Ich sag mal nicht alles. Warum machen wir aus ihm keinen Herzlosen? Dann ist die Sache schnell erledigt. Und die Freunde von dem Gör sind die Lakaien vom König. Teufel, so wie die aussehen, sind das alles Kanalratten. Du bist auch nicht gerade preisverdächtig. Halt den Mund! Der ist ja auch. Genug. Das Schlüsselschwert hat ihn auserwählt. Wird er die Dunkelheit besiegen? Tja, das ist die Frage aller Fragen. Wird die Dunkelheit ihn verschlingen? Oh, hi. Er könnte durchaus nützlich sein. Jetzt wird's interessant, Leute. Aber wenn alle Gegner so sind wie der, ne? Dann kann ich echt einpacken, Mann. Ich glaube, da brauche ich eine Micha-Flat oder sowas. Bereite dich gut auf die bevorstehende Reise vor. Wir wissen nicht, wie weit sich die Herzlosen ausgebreitet haben. Sieh dir mal die Läden an der Kammer nette Sachen kaufen. Das ist von uns allen. Oh, ich krieg was geschenkt. 100 Taler. Geilo, jetzt kann ich shoppen gehen. Verwende es, wie es dir beliebt. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Der Gumi-Jet. Gumi steht draußen vor dem Tor. Ach, deswegen konnte ich das bisher auch noch nicht öffnen. Von einem Speicherpunkt kann man auch an den Gumi-Jet aufsteigen. Ach so, und Gumi-Jet aus. Okay. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speicherpunkten besteigen, okay? Der was? Das ist unser Schiff. Warte, bis du es siehst. Warte kurz. Sora, das ist für dich. Die Kraft der Hitze erhalten. Die Magie Feuer alert! Endlich Magien! Das Kommando Magie führt Magie aus. Über Einstellung Menü können zur schnellen Ausführung von Magie Kombitasten festgelegt werden. Magie verbraucht MP. Äther oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh ja. Wow. Sora hat Purzelbaum gelernt. Durch Ausrüsten mit Abilities erhalten Sora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Quadrat ausgeführt werden, andere sind bei ihrer Ausrüstung schon aktiviert. Unter Ability im Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man AP. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Schätze, wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay, war's das? Lasst uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Okay, das heißt, ich kann hier gleich noch ein bisschen shoppen, hoffentlich. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagebuch niederschreiben. Juhu, geht klar. Okay, ich würde sagen, heute ist wirklich viel passiert in der Folge. Ich bin froh, dass der Mega-Gegner jetzt endlich platt gemacht wurde. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen und vor allem auch Micha einen Daumen nach oben gebt. Ich finde, er hat das wirklich super gemacht. Ohne ihn wäre ich verloren gewesen und hätte wahrscheinlich das Let's Play jetzt beenden müssen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei und dann bis dann, Leute!